Guten Tag, meine Damen und Herren, hier geht es um Autismus und heute um die Frage, hat die Diagnose Autismus auch Nachteile? Natürlich, denn jedes Ding hat zwei Seiten, sagen wir. Also, alles hat sowohl Vorteile als auch Nachteile, auch wenn es manchmal nicht ganz offensichtlich ist. Die Nachteile einer Autismusdiagnose können zum Beispiel darin bestehen, dass man bei einigen Versicherungen Probleme hat. Zum Beispiel könnte es schwierig werden, eine Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen. Oder einige private Krankenversicherungen haben Probleme mit Menschen im Autismus-Spektrum. Es kann auch sein, dass man einige Berufe nicht mehr ergreifen kann, zum Beispiel nicht mehr Astronaut werden kann. Übrigens, das kann ich mit meiner Brille auch nicht. Es besteht auch die Möglichkeit der Stigmatisierung. Das heißt, wenn erstmal bekannt ist, dass jemand im Autismus-Spektrum ist, dann lässt sich das oft nicht rückgängig machen. Das geht wie ein Lauffeuer durch die soziale Umgebung. Auf der anderen Seite, und das habe ich ja schon erwähnt, muss man immer daran denken, die Diagnose ermöglicht auch Hilfen und damit ein zufriedeneres und glücklicheres Leben. Also, jedes Ding hat zwei Seiten. Auch die Autismusdiagnose. Menschen im Autismus-Spektrum sind sehr unterschiedlich. Das heißt, was sie als Nachteil und was sie als Vorteil erleben und was da überwiegt, ist individuell sehr unterschiedlich. Und sie wissen, nichts ist unmöglich. Autismus.